Willkommen zu einem neuen Battle Report von Dreadfleet Commander. Hier geht es wieder, wie ihr seht, Piaja gegen UCM. Dieses Mal haben wir das Szenario 8 Defense Relay ausgewählt. Das Spezielle hierbei ist, dass man am Rande des Spielfelds zwei kleine Cluster hat, die jeweils eine Com-Station Sektor haben. Und wenn man diesen besitzt, kriegt man extra Victory Points am Ende des Spiels. Außerdem erhalten alle Schiffe der eigenen Flotte plus 3 Zoll zur Scan-Reichweite pro Station, die man besitzt. Das ist durchaus einiges wert. Hier das Spielfeld. Von dieser Seite wird später die PHR reinkommen und hier kommt dann die UCM. Wie eben schon gezeigt, die zwei Sektoren mit den Com-Stationen und hier sind zwei große Cluster, die jeweils Militärsektoren, Industrie und Commercial-Sektoren enthalten. Das hier sind dann die Critical Locations und hier haben wir jeweils zwei mittlere Raumstationen. Dann natürlich, wie immer, feine und grobe Asteroiden-Trümmerfelder. Hier sehen wir jetzt die zwei Flotten. Einmal die UCM. Beide spielen 1250 Punkte. Die New York mit einem Stufe 5 General. Wir benutzen hier also wirklich die neuesten Regel-Updates und dementsprechend auch alle Modelle, die es im Moment gibt. Also gut, in der Liste hat es zwar keinen Battlecruiser, aber wir haben Battleships, wir haben Korvetten. Das ist alles hier vorhanden. Die Liste hat relativ wenig Troopships oder Strike Carrier, also überhaupt irgendwas für den Bodenkampf. Dann werden wir auch später sehen, wie gut das funktioniert. Dafür ist natürlich die Orbitalmacht relativ stark. Mit 3 New Cairo kommt man relativ weit. Die PHR bringen auch ein Battleship, ein Stufe 5 Admiral und haben ein Troopship dabei. 5 Medeas, 3 Carrier. Auch hier gibt es wieder Korvetten. Ein Battleship, einen leichten Kreuzer und die Calypso-Fregatten, die mittlerweile sehr, sehr stark geworden sind. Gut, hier sehen wir die erste Runde. Die PHR musste beginnen und hatte das Battleship ins Spiel gebracht mit Max Thrust. Die zwei Andromeda-Escort-Fregatten kamen weiter hinten rein. Übrigens, hier ist es so, dass die Würfel nachher eigentlich die effektive Position der Schiffe markieren. Genau. Danach kam eine Kampfgruppe vom UCM-Spieler. Einmal eine Seattle mit zwei New Orleans. Die New Orleans sind mit Max Thrust reingeflogen und die Seattle sind auch mit Max Thrust reingeflogen, so wie es aussieht. Danach kam die zweite Seattle und New Orleans dran, weil meine Echos konnten natürlich am Schluss dann reinkommen. Auch die sind nachher mit Max Thrust nach vorne geschoben worden. Hier nochmal alles detaillierter. Da sieht man auch die Seattles sind mit Max Thrust ins Spiel gekommen. Genau. Und trotzdem, ah nein, doch nicht. Mein Fehler. Das ist nachher von der Roundup. Gab es hier schon mal einen Minor Spike, damit die Bomber gestartet werden konnten. Und zwar die Korvette ganz da hinten hat drei Bomber abbekommen und die Korvette hier hat drei Bomber abbekommen. Die haben jeweils dann ein paar Fighter von den Andromeda Escort Fregatten erhalten. Übrigens, die Position aller Korvetten ist hier bei diesem gelben Würfel. Genau. Da das außerhalb 12 Zoll ist, wird hier der Kampf oder der Angriff der Bomber erst stattfinden, nachdem die Korvetten wieder aktiviert wurden. Jetzt sind wir mittlerweile schon in der zweiten Runde. Und hier ist es so, dass
wir ja Column Approach haben. Das heißt, in der ersten Runde konnten nur zwei Kampfgruppen von den sechs Kampfgruppen kommen. Und jetzt in der zweiten Runde konnte man zwei weitere Kampfgruppen hinzufügen. Die Korvetten haben den Doppelturn gemacht. Also sie waren in der ersten Runde als letztes dran und in der zweiten Runde als erstes und haben dabei dann noch einiges an Schaden angerichtet. Das sehen wir nachher noch genauer. Anschließend war es, glaube ich, so, dass eine der beiden Seattle-New Orleans-Gruppen aktiviert wurden. Dann kamen hier meine fünf Medeas Tri-Carrier rein. Ein Medeas Tri-Carrier ist hier hinten mit Max Trust hingeflogen. Einer hier vorne mit Max Trust. Zwei weitere steuern auf diesen Cluster zu. Und einer ist mit Standard Orders hier hinten erstmal zurückgeblieben. Daraufhin kam hier die New York reingeflogen. Und das war's auch schon. Als nächstes haben sich hier mein Battleship und die Andromeda vorbewegt. Nein, falsch. Als nächstes kam hier die Scipio rein. Der Battlecruiser von dem PHR. Und danach kamen eben hier die fünf Santiagos, auch mit Max Trust. Die haben dann tatsächlich hier ihren Marker gehabt. Alle fünf waren hier im Low Orbit. Und genau dann hat sich eben mein Battleship aktiviert und konnte hinterher sogar bei den Santiagos Verluste verursachen. Das schauen wir jetzt im Detail an. Einerseits haben die Echo-Korvetten es geschafft, jeweils zwei New Orleans rauszuschießen und eine New Orleans zu beschädigen. Die ist dann jetzt in die Atmosphäre abgetaucht, konnte hier im Roundup auch schon eine Infanterie-Token-Drop runterlassen, droppen. Und der andere Strike-Carrier, der andere New Orleans, konnte dasselbe Spiel hier wiederholen. Die Korvetten wurden dann durch Feuer der beiden Seattles ausradiert. Und ja, das war's eigentlich. Hier unten ist nicht viel mehr passiert. Hier war es so, dass die Breitseite und die Nahkampfattacken vom Battleship konnten eben zwei Santiagos rausschießen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Wunde hier an die dritte Santiago gekommen ist. Ja, es kann sein, dass da vielleicht sogar, ja, müsste ich nochmal zurückschauen. Wer konnte da drauf schießen? Jedenfalls wurden hier schon mal fünf Bomber auf das Battleship geschickt. Das Battleship wurde dann aber auch gleichzeitig von vier Fightern verteidigt, die von der Scipio geschickt wurden. Und wahrscheinlich sind hier die zwei Bomber, haben die Santiago angegriffen und konnten die dann wahrscheinlich leider nicht rausnehmen. Es kann auch sein, dass jeweils ein Bomber auf eine Santiago geschickt wurde. Das weiß ich leider nicht mehr ganz genau. Ja, damit sind wir dann schon in Runde 3. Und hier sind dann die verbliebenen Kampfgruppen dazu gekommen. In dem Fall kam bei mir hier noch der leichte Theseus-Kreuzer reingeflogen, Standard Orders. Hier hinten kam mit Max Trust das Gynamate-Troopship mit eskortierenden Calypso-Fregatten. Die Scipio hat sich weiter vorbewegt und nachher mit ihren leichten Broadsides die New Orleans rausgeschossen. Die Andromeda Escort Fregatten haben sich hier auch weiter vorbewegt und mussten dann einen Schaden einstecken von der Seattle. Das sehen wir später noch genauer. Hier hinten die New Orleans konnte da in die Atmosphäre und droppen und auch die New Orleans konnte in die Atmosphäre droppen. Die zwei,
Ich rede natürlich hier über Medea Strike Carrier. Die zwei Medea Strike Carrier haben dann hier bei diesem großen Cluster in die Atmosphäre eingetaucht und die letzte Medea konnte die Raumstation mit Truppen versorgen. Wie man hier sieht, ist mein Battleship nicht mehr da. Grund dafür sind die drei New Kairos, die sage und schreibe 15 Schaden verursacht haben. Danach die auf dem Crippling Table wurde der Armor gecrackt, also nochmal 2 Schaden verursacht hatte. Und es waren ja auch noch 5 Bomber auf das Battleship angesetzt, wobei die wurden alle, soweit ich mich erinnern kann, negiert. Das heißt, das Battleship hatte dann noch, glaube ich, 5 oder 4 HP übrig, aber die Seattles haben ihr kombiniertes Feuer gegen das Battleship geschickt und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass das PHR-Schiff in dieser Runde dann tatsächlich untergegangen ist. Ja, hier kommt nochmal ein Madrid-Kreuzer und ein New Orleans in Anflug auf diesem Sektor hier außen. Die New York hat sich weiter vorbewegt und die Santiago-Korvetten sind hier in die Atmosphäre eingetaucht. Jetzt das Ganze nochmal im Detail. Hier ist es einfach so, dass die Strike Carrier, die von PHR versucht haben, die Infanterie rauszubomben, ohne Erfolg, konnten dann selbst hier Truppen anlanden und wurden auch von den Santiagos beschossen, aber auch das war ohne Erfolg. Die New Kairos sind hier bei diesem gelben Würfel, leider auf einem Haufen, und sind mit Standard aus reingeflogen. Die Jakarta-Escort-Fregatte hat Active-Scan auf mein Battleship gemacht und die Lima hat auch Active-Scan auf das Battleship von PHR gemacht und danach konnte es ja, innerhalb von 30 Zoll angeschossen werden, was natürlich dazu geführt hat, dass es tatsächlich rausgenommen wurde. Aber für die New Kairos wurde wirklich sehr gut gewürfelt. Hier war auch eine Kommandokarte im Einsatz, die dem Battleship eigentlich noch Regeneration verpasst hatte. Dummerweise war das Ganze trotzdem nicht hilfreich, weil es einfach zu spät gekommen ist. Ja, hier hinten sind einige Bomber auf die Scipio angesetzt worden. Die wurde dann aber auch gleichzeitig von Jägern geschützt. Das Battleship kam nicht mehr dazu, seine Torpedos einzusetzen. Schade. Hätte ich gerne noch miterlebt. Ja, das ist es eigentlich hauptsächlich, was in dieser Runde passiert ist. Damit sind wir in der vierten Runde. Und was hier passiert ist, ist hauptsächlich, die New Orleans konnte hier auch in die Atmosphäre eintauchen. Und bevor aber die Truppen angelandet wurden, kam die Madrid noch zum Einsatz. Danach war es so, dass sich die New Cairo-Gruppe hier rüber bewegt hatte und konnte dann tatsächlich auf meinen Battlecruiser feuern. Das Battleship von den USM, die New York, hat sich hier in den Critical Location gerade noch so reinbewegen können. Die Andromeda Escort Carrier sind hier weiter geradeaus geflogen mit dem Ziel, das weiß ich gar nicht mehr, was das Ziel dieser Aktion war. Ich glaube, in irgendeiner Weise wollte ich aus der Schusslinie von den ganzen Waffen der USM kommen. Und wie man hier sieht, ist ja eigentlich nur noch eine Medea Strike Carrier von der PHR vorhanden, aber hier wurde noch was rausgebombt, das sehen wir dann später noch. Genau. Die
Santiagos haben es geschafft, eine Medea in die Luft zu sprengen, was eine Kettenreaktion ausgelöst hat, was wiederum die New Orleans von UCM in die Luft gesprengt hat und den zweiten Medea mitgenommen hat, tatsächlich. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der leichte Kreuzer hat hier auch mitgeholfen und der New Orleans schon Schaden verursacht. Der Ganymede hier hat auf jeden Fall einen der Sektoren von dem Cluster dort hinten ausgeschaltet. Jetzt nochmal das Ganze im Detail. Die Seattle hat schon einiges an Schaden abbekommen. Kombinierte Close-Action-Waffen von den Andromeda. Ich glaube, auch der Battlecruiser konnte nochmal drauf schießen. Ja, so sind dann schon einige Schaden dort entstanden. Hier ist es so, den Cluster kontrolliert eigentlich am Boden nur die PGR. Dort hinten auch kontrolliert nur die PGR. Und hier ist auch die Kontrolle für die PGR. Die Station wird eigentlich von niemandem kontrolliert. PGR kontrolliert diese Station. Dann ist es so, hier die Critical Location und diese wird von niemandem kontrolliert. Die wird eindeutig von den UCM kontrolliert. Und hier wird auch die Critical von niemandem kontrolliert und hier wiederum von dem PGR. Hier ist es so, dass bin mir nicht mehr sicher, wie das hier gehandhabt wurde. Theoretisch die UCM diesen Critical kontrollieren könnte. Auf jeden Fall hat die Madrid hier noch auf den Sektor gefeuert, um vielleicht. Ah ja, mit Erfolg sogar die Infanterie der PGR rauszubomben und danach im Roundup konnten beide Strike Carrier einen Panzer ablassen und dementsprechend ist der umkämpft, contested, also hier ist Gleichstand. Genau, das ist es eigentlich. Viel mehr sieht man hier dann nicht mehr. Wenn man das Ganze jetzt auf zeigt an Siegpunkten. In der vierten Runde wird ja abgerechnet. Steht es 18 zu 10 für die PHR. Da wir sowieso ein bisschen hinter unserem Zeitplan waren und mein Kontrahent gesehen hat, dass er die Punkte eigentlich nicht mehr einholen kann, am Schluss ist ihm ja nur noch ein Strike-Carrier geblieben. Das heißt, wenn man das hochrechnet auf die sechste Runde zur zweiten Abrechnung, würde die PGR wahrscheinlich bei 44 Punkten zu 29 landen. UCM könnte natürlich mit den drei New Kairos wahrscheinlich den Low Orbit sehr gut aufklären, vor allem auch, weil natürlich die Torpedos und Bomber von den Calypso-Fregatten nicht abgehalten werden können, wäre wahrscheinlich auch das Truppenschiff der PGR relativ schnell unter Beschuss. Ja, das Fazit dieses Spiels ist auf seitens UCM mehr Bodentransporter zu liefern und ja, vielleicht auch die Madrid zum Beispiel früher aufs Feld zu schicken. Aber grundsätzlich viele Launch-Assets gegen PHR, vor allem gegen Calypso-Kombis zu bringen, ist ja nicht verkehrt und hat auch ziemlich gut funktioniert. PHR selbst hat eigentlich auch ordentlich Launch mitgehabt. Ja, der UCM-Spieler hat Korvetten zum ersten Mal eingesetzt und natürlich, wenn man Korvetten im Low Orbit stehen lässt, dann sind die relativ schnell ja, angreifbar und wurden dann halt auch großflächig zerstört, ein Großteil. Die Korvetten der PGR haben gemacht, was sie sollten. Sie haben dafür gesorgt, dass einige der Strike Carrier ziemlich am Anfang des Spiels rausgenommen wurden. Klar ist, sie haben dadurch hinterher nicht das Gegenfeuer überlebt, was aber auch nicht notwendig war. Die Korvetten könnte man natürlich auch anders spielen und stattdessen einfach in die Atmosphäre schicken und einen Cluster oder eine Station sonst wie einfach verteidigen. Ja, dann da bei dem PHR, das war ein bisschen Pech mit dem Battleship. Da habe ich nicht erwartet,
dass die New Kairos, die ja maximal 18 Schaden hätten machen können, in einer Runde tatsächlich so viel Schaden verursachen, dass das Battleship einfach nicht länger hält. Vielleicht das nächste Mal versuchen, noch ein bisschen besser hinter so einem Debris-Field zu verstecken, ein bisschen passiver spielen, und ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht meinen Admiral, der mir danach dann schon gefehlt hat, eher dann in den Battlecruiser setze, da ich ja mit der Minos, die ja eher ein Nahkampfschiff ist, doch eher schnell nach vorne ins Getümmel will. Und eigentlich ist es Absicht, dass das Battleship ist mein Tank, das Battleship soll Schaden fressen, und das hat es ja eigentlich erfolgreich getan. Es ist einfach viel schneller in die Knie gegangen, als ich dachte. Genau, das ist es eigentlich. Ja, beste Einheit der UCM waren in diesem Spiel auf jeden Fall die New Kairos. Beste Einheit der PJR, schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass die Echo-Korvetten ihren Job erledigt haben und der Scipio Battlecruiser allgemein relativ gut abgeschnitten hat. Ja, das wäre mein Fazit. Ich hoffe, der kurze Battle Report hat euch so gefallen. Ich werde das noch verfeinern und verbessern und versuche eigentlich neu mit relativ wenigen Bildern das Geschehen ordentlich zu erklären. Ich warte dann gern mal auf einigen von euren Kommentaren, was man daran vielleicht verbessern soll, was möglicherweise noch verwirrend ist und ob es tatsächlich, ja, der Wunsch existiert, gewisse Aspekte genauer zu erklären. In diesem Sinne, bis zum nächsten Report. Danke fürs Zuschauen.